Naja, ich kann euch Folgendes versprechen. Wenn eure Schiffe nicht fertig sind, dann lauft landeinwärts. Und wenn es soweit ist, vielleicht gibt euch das ein paar Wochen. Okay. Zumindest freue ich mich, dass ihr nach all den Jahren auch mal wieder an Perikum seid. Hab schon viel von euch gehört. Oh, ich war noch nie im Perikum. Rafim, warst du schon mal im Perikum? Ich meine generell eure Gruppe. Ich meine, ihr wart damals auf den Schlachtfeldern von Zwerch, beim Ochsenwasser. Die Geschichten hört man ja immer noch. Schlacht der drei Kaiser, Schlacht von Werheim, die Schlacht von Warung. Nun, wenn man Krieg gegen die blutige See führt, dann führt gewissermaßen kein Weg an Perikum vorbei. Ja, damals vor dem Jahr des Feuers habt ihr auch in der blutigen See gezogen. Das war, wie gesagt, das mit eurem Jarlan. Er ist jetzt ja wohl auch gestorben. Ja, viele gute Menschen, die zu früh sterben. Oft immer die falschen. Naja, macht euch keine Sorgen, auch unsere Gelegenheit zu sterben wird schon bald kommen. Ich bin heute wieder so aufbauend. Und Jarlan ist nicht gestorben. Jarlan wurde entrückt. Und vielleicht werden wir ihn noch einmal wiedersehen. Das wissen nur die Götter. Aber ich würde auch lieber an Bord eines Schiffes sterben, als hier in Perikum in einem Hafen zu hocken. Ich werde den Leuten also am Bescheid sagen, dass sie sich ranhalten sollen. Tja. Gut, dann werden wir uns bemühen, das möglich zu machen. Dass ihr dem Ende stolz an Bord eines Schiffes ins Auge blicken könnt. Gut, wenn ihr noch irgendwas braucht, sagt Bescheid. Sprecht erstmal mit dem Vizeadmiral von Hardenfels. Ehrenbrand ist speziell. Gut, und du? Heb mal den Kopf ein wenig. Kopf hoch, mein Freund. Ist ja echt unangenehm, dich so zu sehen. Ja, du als ein Erfahrener kannst das gerade sagen. Ihr habt doch genug Gold und Holz und Männer, Sklavenschiffe. Al-Anfa unterstützt uns auch bereits. Ja, aber ich werde trotzdem, so schlecht wie es läuft, meinem Land nicht den Rücken kehren und jetzt wie die Admirale nach Aranien laufen oder zu euch nach Al-Anfa. Und vielleicht werdet ihr auch da noch eine Überraschung erleben. Ja, wenn Perikum die Schiffe fertigstellt, dann werde ich an Bord der Schiffe von Perikum in den Tod segeln oder in die Hoffnung. Aber ich werde nicht an Bord eines anderen Schiffes stehen. Wenn ihr mich wollt, braucht ihr die Perlenmeerflotte. Und die dirigiert der Vizeadmiral. Also dann. Naja, macht dann keine Sorgen. Mit euch. Einfach ja. Mit euch. Ja, dann sind wir draußen und Flamin so. Puh, diese ganzen desillusionierten Leute. Naja, er hat nicht Unrecht mit seinen drei mittelreichischen Schiffen gegen den Monarchen fahren, ist ein Alvarans-Kommando. Ja, ich hatte irgendwie erwartet, dass er schlechter über den Vizeadmiral spricht. Ja, das ist ein beliebter Mann hier in der Stadt. Ich habe bisher nur Gutes von ihm gehört. Auch gibt es einige, die versuchen, unseren Sieg ihm anzulasten. Naja, ich habe eine sehr starke Vermutung, warum es für ihn besser läuft als für seine Vorgänger. Ja, Marek scheint wohl Meister der Propaganda zu sein. Die Frage ist, wie viel weiß er? Nutzt Marek ihn aus? Oder ist er ein Verräter? Naja, das werden wir jetzt ja gleich rausfinden können. Ja, gleiches Spiel nochmal. Wir bitten ihn um Unterstützung im Kampf gegen die blutige See und sehen einmal, wohin uns das führt. Okay, währenddessen können Abel, mir und Boltax die Admiralin in Richtung der Löwenburg bringen. Möchtet ihr euch unterhalten währenddessen mit ihr? Ich würde mich mal umgucken, ob irgendwelche Gardisten hier rumkriechen, weil noch bin ich gesucht und ich würde gerne von meinen Pfaffen sehen, auch auf der Straße.
Also würde ich, ja, zusehen, dass wir ja, vielleicht Nebengassen nehmen oder Nebenstraßen. Ja, wir würfeln mal eine Gassenwissenprobe. Okay. Dafür haben wir sie. Ich würde trotzdem noch, genau, ich würde zwei von unseren Dukatengardisten trotzdem mitgenommen haben, nur als Begleitschutz und dass jemand ja, halt für uns sorgt. Außerdem reite ich auf Schnabelmier, weil den wollte ich ja auch noch satteln lassen. Ja, stimmt, okay, du kriegst ja einen Sattel angefertigt. Genau. Dann könnt ihr euch über Nebenstraßen immer mal wieder an zahlreichen Brunnen vorbei, wo auch viele Leute stehen und dann das Wasser kaufen, in Richtung der Löwenburg schieben. Mir. Sind diese Brunnen wirklich alle verbunden? Was meinst du? Ich schätze schon, dass sie irgendeine Art Verbundsystem haben. Ich weiß nicht, ob Perikum eine wirkliche Kanalisation hat, aber zumindest eine Variation vielleicht davon. Ich glaube, irgendetwas geht vor, was wir nicht sehen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass Perikum noch weiter in den Abgrund sinken kann, wenn ich weg bin. Ja, die Geschäftemacherei ist offensichtlich. Was soll wir was tun können? Wisst ihr, ob das Kontor der Marix eine direkte Verbindung zum Grundwasser hat? Ob man... Nicht, dass ich wüsste. Also ich war schon mal unten zumindest in den Lagerräumen. Da gibt es meines Wissens zumindest kein Kerngellergeschoss. Müssen die gefährlich so etwas nicht wissen, ob es eine Art Kanalisation gibt, ein Grundwassersystem, ein Netzwerk? Naja, eine Kanalisation haben wir in Perikum nicht, nein, aber die Brunnen führen tief. Ja, und daraus schöpfen wir normalerweise. Die blutige See war zwar seit den letzten Jahren schon immer sehr grausam zu uns, ja, vor allem seit den letzten 10, 12 Jahren, seit der Sphärenschänder hier war, aber der Darkbart hat uns immer gut versorgt. Vielleicht gibt es einen Brunnen vielleicht am Rande der Stadt, der weniger gut bewacht wird oder vielleicht übersehen wurde. Ja, also wir haben außerhalb der Stadtmauern noch unser Bohrenspital. Da könntet ihr vielleicht mehr Glück haben. Vielleicht sollten wir dort anfangen. Da gibt es halt auch einen Brunnen, der führt, der ist sicherlich mit den anderen Brunnen verbunden. Dann behalten wir das auf jeden Fall im Hinterkopf. Das ist eine wichtige Information. Und wann kümmert ihr euch endlich um die Marizes? Nun, dass ich mich endlich wieder in der Stadt, in meiner Stadt umsehen kann? Alles zu seiner Zeit. Schon bald werdet ihr wieder auf der Position sein, an der ihr angestammt seid, nicht wahr? Ja, aber mir. Eure Zwergensprüche kenne ich. Dann dauert das 50 Jahre. Ich verspreche euch, es wird weniger als 50 Jahre brauchen. Ja, das will ich hoffen für euch. 49. Nur weil ich jetzt nicht mehr an Bord eines Schiffes bin, habe ich jetzt hier trotzdem noch was zu sagen. Natürlich. Wenn ihr das so sagt. Aber, wir sind schon da. Oh, wunderbar. Bin nach euch. Ja, so kann sie in den Löwenkeller hineingehen. Und wird sich da erstmal mürrisch umsehen und in irgendeine Ecke setzen und hofft dann nicht erkannt zu werden. Während ihr selbst dann Schnabel mir vor dem Löwenkeller abbinden könnt und irgendwie zu der, ja, was ist das? Harnischmacherei? Sattlerei? Dann bringt ihr Schnabel mir zur Sattlerei. Genau. Und ich würde dann einen schönen guten Morgen. Rundra mit euch. Und mit euch. Wir hatten gestern ja schon kurz gesprochen, nicht wahr? Ja, ich weiß Bescheid. Strauß. Wunderbar. Na gut. Das ist ja der gute Schnabel mir. Und ich habe noch etwas Zwergengold mitgebracht für die Legierung der Rüstung für ihn. Das Ding lässt sich jetzt schon reiten? Ja, natürlich. Er nimmt einen großen Pferdesattel und wuchtet ihn erstmal nach oben auf den Rücken von Schnabel mir. Na gut. Würfel mal eine Abrichtenprobe. Ich habe den nicht abgerichtet. Das war ein abgerichteter Reitstrauß. Ja, dann würfel mal eine Abrichtenprobe. Oder eine Loyalitätsprobe mit dem W20. Okay. Oder eine Tierkunde. Spezialisierung, ja. Strauße. Ich habe Reiten, Spezialisierung Strauße. Ja, zählt das? Ja nicht, es ist nicht Reiten. Na gut, mit einer +5. Reiten +5.
Alles gut. Ich kann ansonsten auch, wir haben nie eine Loyalität festgelegt. Tierkunde kann ich aber auch. Ich würfel erstmal die Tierkunde. Die Loyalität ist irgendwo bei 11 oder 12. Alles klar. Ich gebe dir erstmal die Tierkunde. Die ist hier. Also mit einer maximalen Erschwernis von plus 16 wäre die gelungen. Ja, sieht schon gut aus. Gib mir nochmal ein W12. Alles klar. W20. W20. Die 3. Okay, sehr gut. Ja, dann bleibt der Sattel drauf, ohne dass er austritt. Und der Harnischmacher bzw. der Sattler kann dann so ein bisschen Maß nehmen, verändert dann so ein bisschen den Sattel, zieht dann ein paar Riemen und wird dann selber nochmal mit einem kleinen Maßband deine Beine ausmessen, dein Becken ausmessen, schlingt dann also die Arme so ein bisschen um deinen dicken Bauch herum und misst dann da so ein bisschen herum, bis er dann irgendwann nickt, notiert sich ein bisschen was. Oh, alles klar, dann bekomme ich hin. Wunderbar, das Material lasse ich hier bei euch. 3 Tage, ja? Ja, natürlich. Was soll ich mit dem Gold machen? Nun, ich dachte, ihr fertigt auch eine kleine Rüstung für ihn an. Eine Rüstung? Ja, oder war das der Harnischmacher, mit dem ich da reden muss? Nee, das mache ich in Verbindung mit ihm. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ihr eine goldene Rüstung wollt. Das ist ja schon sehr prunkvoll. Ja, es ist ein braver Strauß. Ist Gold nicht etwas weich für eine Rüstung? Nun, es ist ja nur für die Legierung. Außerdem ist das Zwergengold, aber mir. Und es ist trotzdem weich. Wollen wir es mit Eisen aufgießen und dann ummanteln? Oder ihr wollt eine Legierung, ja? Ja, auf jeden Fall. Gut, was soll denn das andere Metall sein? Eisen? Nun, ihr seid sicherlich... Endurium habe ich hier nicht. Nun, ich habe auch kein Endurium zur Verfügung. Im Moment ein bisschen Titanium vielleicht, aber das ist zu wenig. Ich würde ja auch... Wollt ihr mich verarschen? Nein. Ihr habt Titanium? Selbstverständlich. Darf ich es mal sehen? Ich würde ihm meinen kleinen Titanium-Dolch zeigen, ja. Das ist echtes? Das ist orange. Das ist echtes Titanium. Hey, Rondrian, komm mal her. Ja, was ist denn? Der hat Titanium-Dolch. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch, doch, schau her. Ich schüttel nur den Kopf, wie wollt ihr euch benehmen? Du hast jetzt 3W20 Leute um dich herum. Würfel mal. Ja. Ja, die dann alle dein Titanium-Dolch der Reihe nach betasten und befühlen wollen. Es sind nur 27. Ja, ich würde mir da auch Zeit für nehmen und den mal so in der Hand wiegen und zeigen, ja, guckt, und dieses und jenes. Und dann ein bisschen von meinen Heldentaten währenddessen noch erzählen. Ja, kannst du noch eine von deinen wenigen Sammelkarten, die du noch hast, kannst du dann rumzeigen. Du siehst dann auch, wie du ein paar Sammelkarten unterschreiben darfst. Ja. Ja, das mache ich gerne. Ja, guter Ruf 5 hast du, ne? Bei der Runde. Ja, genau. Boltax, fürchtet ihr nicht, dass sich das herumspricht, dass ihr ein Titanium-Deutsch besitzt? Nun, ja und? Nun, ihr könnt euch gestohlen werden, habt ihr schon daran gedacht? Nicht unbedingt hier, aber in sonst wo in der Stadt vielleicht. In dieser Titanium-Deutsch ist mehr wert, als die Leute hier in 10 Jahren, in 10 Leben verdienen können. Und das aber wäre nicht so gut. Ja, nun, ihr habt es schon getan, aber... Nun, aber der Dolch ist dann auch immer auf mich zurückzuführen. Und wenn er irgendwo anders auftaucht, jeder weiß, dass es meiner ist. Nun ja, Titanium lässt sich auch wieder einschmelzen mit den entsprechenden Mitteln. Wie jedes Metall. Das ist richtig. Naja, also selbst für Endurium brauchst du... Ja, ich brauchst weiß. Schmiede. Aber das könnte eine Unze 5000 Dukaten wert. Also, und der Dolch hat wahrscheinlich mehrere Unzen. Also... Das ich wollte gerade sagen, die Zwerge, die den Donnersturm geschmiedet haben, haben dafür ends viel Energie gebraucht. Also das funktioniert nicht über normales Feuer. Aber kannst du sie verkaufen, aber egal, whatever. Nun, ich denke nicht, dass ein so prominentes Stück dann abhanden kommt. Nun ja, hoffen wir es. Hoffen wir es für euch. Also Raphims Schwert, das besteht ja auch aus Titanium, das wurde von den Monaden 90 Jahre geschmiedet. Ja. Und das ist halt nicht der Donnersturm. Gut, ich meine, so ein Dolch, das kriegst du dann vielleicht in 30 Jahren oder so hin, aber das waren halt auch Monaden, ne? Das sind halt keine Expedition. Die stehen an einem Vulkan. Man kann ja Titanium für verschiedene Arten benutzen. Muss ja nicht normal einschmelzen. Kannst du mal einschmelzen und dann, ja, nicht unbedingt schmieden.
gibt ja andere Möglichkeiten. Ja, also wenn der Dolch weg ist, ist er weg und ob das, ja. So, den kannst du auch gut verstecken. Naja gut, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Richtig. Und bei guter Ruf 5 innerhalb der Löwenburg wird das Ding nicht geklaut, sondern nur viele Heldentaten, die hier ausgetauscht werden. Und Abelmir kann dann relativ genervt sein irgendwann. Der außerdem weil, ist es ja nur einer von zwei. Ich habe ja noch einen zweiten, über den ich halt nicht rede. Selbst wenn der eine geklaut wird. Ist der aus Titanium? Ach so, ja. Beide waren aus Titanium. Beide, ja. Das ist ja das, wir beiden den Tarunern abgenommen, ne? Genau. Die Admiralität befindet sich im achteckigen Oktagon, was sich auf einer Insel im westlichen Hafenbecken erhebt. Ihr könnt mit einem Fährboot übergesetzt werden, von einer stets nörgelnden Seesoldatin mit dem Namen Ultiane, die hier wohl gerade ihren Strafdienst verrichtet, weil sie zu viel Alkohol während des Dienstes getrunken hat und zusätzlich beim Würfelspiel oder beim Glücksspiel erwischt wurde. Was natürlich in ihren Augen eine absolute Ungerechtigkeit ist, während sie euch dann drüber rudert. Die hohen Herrschaften sind selbstverständlich kein Deut besser. Aber wenn ihr dann auf der anderen Seite ankommt und aus dem Boot steigt, sie wieder sich abstößt und weiter meckert, obwohl sie alleine im Boot ist, könnt ihr dann, nachdem ihr angekündigt worden seid, von einem weiteren Bediensteten durch die klangenden Hallen geführt werden, geht in den einen Raum rein, durch einen langen Flur, wo zahlreiche Zettel auch an der Wand hängen und dann in einem Büro geführt werden. Ehrenbrand von Hardenfels, der Vizeadmiral, streicht sich erstmal über seinen Schnauzer, wiegt den Kopf und entlässt aus seiner breiten Brust ein tiefes Brummen. Zweifelsohne ist der Kampf gegen die blutige See unsere heilige Pflicht. Willkommen, willkommen, Effort mit euch. Effort mit euch. Ich habe schon gehört, dass ihr vor einem Tag angekommen seid. Ihr wart beim Markgrafen, ja? Ja, in der Tat. Der Höflichkeit halber. Und nun wollt ihr zu mir und fragt nach Schiffen. In der Tat. Denn was Schiffe angeht, seid ihr ja wohl nach dem Verschwinden der Admiralin die richtige Ansprechperson. Nach ihrem Verschwinden, ja. Er erhebt sich und tritt an ein schmales Fenster, was durch seine ziemlich breite Gestalt nahezu völlig verdeckt wird. Er ist nicht dick, er ist einfach nur, er hat einen breiten Brustkorb, auch wenn er sich nicht ganz mit Raffin messen kann, aber er ist schon eine Kante. Wie gesagt, der Kampf gegen die blutige See ist unsere heilige Pflicht, aber es mangelt mir an Schiffen, mit denen ich euch unterstützen kann, so gerne ich es würde. Ein unbedachter Vorstoß Ihrer Exzellenz Seridaris im vergangenen Herbst kostete uns 3 Schiffe, die nun wahrscheinlich zusammen mit ihren Leibern tapferer Frauen und Männer im Leib der Goldborn-Tarantel verfaulen. Mehr wären es gewesen, hätten die Aranier wohl eingegriffen. Welch ein Verlust. Welch eine Schande. Einst waren wir der Stolz des Perlenmeers. Nun müssen wir uns vor den abtrünnigen Araniern retten lassen. Ich habe mich hinreißen lassen. Nun, ich verstehe, dass das für euch nicht leicht ist. Und aufgrund der fehlenden Mittel geht es auch mit dem Wiederaufbau der Flotte nur schleppend voran, nicht wahr? Das ist so. Ich verfüge zwar über einige Mittel, über die ich verfügen kann, aber eine Werft ist deswegen trotzdem nicht schneller. Und mir fehlen die Männer. Mir fehlt alles. Er dreht sich mit feierlichem Ernst zu euch um. Soll ich den Golf von Perikum schützen? Soll ich Beilung versorgen? Soll ich Ilsur oder Tobrien beistehen? Werte Freunde, mir bleiben keine Schiffe übrig für die gerechte Sache, so gerecht sie auch ist. Ich habe viele Pflichten. Beilung hungert, Ilsur ist eingeschlossen. Tobrien, sie sind auf uns angewiesen. Auf das Reich. Nun, ohne Frage. Aber uns läuft die Zeit davon. Tja, uns läuft die Zeit seit geraumem davon. Ein Verlust nach dem anderen. Aber ihr sagtet, ihr hättet Mittel auftreiben können. Das überrascht mich. Ich dachte, die Kaiserin hätte keine Mittel für die Flotte übrig. Hat sie auch nicht. Die Mittel kommen von Marex. Eine bedeutende Familie in der Stadt, oder? Das ist sie. Sie haben
mehr Geld als die Störrebrander. Zumindest die Störrebrander, die hier vor Ort sind. Ich weiß nicht, wo er das alles herzieht. Ist mir auch gleich, aber er gibt es uns mit offenen Händen. Er weiß, dass wir Schiffe brauchen. Bin ihm sehr dankbar dafür. Nun, er profitiert sicher auch davon, wenn ihr die See für seine Handelsschiffe sicherer macht, oder? Ja, er ist viel zu See unterwegs, das stimmt wohl. Aber sein Sohn selbst kümmert sich ja auch darum. Ihr habt von den Heldentaten von Varmarix gehört? Er hat schon die einen oder anderen Dämonenarchen versenkt. Tatsächlich irgendwelche bekannten Namen? Sie waren wohl nur als Objekt klassifiziert. Kleinere Wesen, aber allerlei davon. Und Piratenschiffe hat er auch versenkt. Nun, ein Dämonenarchen nichtsdestotrotz. Wie denkt ihr, stehen unsere Chancen, dass dieser Varmarix sich unserem Kampf anschließen würde? Nun, ich kann nicht für die Familie Marek sprechen, aber er ist ein Held, ebenso wie ihr. Und ich bin der Meinung, dass sie... War seine Tochter nicht auch einige Zeit in Aranien? Oder in Kunchum? Sie war lange Zeit weg, sie ist erst vor kurzem wieder angekommen. Ich dachte, sie säße im Stadtrat. Kann sie es sich dann da leisten, in der Gegend herumzuabenteuern? Ja, sie ist Magistratin, das stimmt wohl. Sie hat sich eine Auszeit genommen. Und das Magistratsamt dann weitergegeben an einen anderen aus der Familie. Bin mir nicht ganz sicher, da sitzt eine ganze Menge. Ich kümmere mich viel mehr um die Belange zur See und die in der Werft, als dass ich mich in die Stadt einmische. Aber Jodor Marex ist auch Ratsherr im Perikomarat. Wie gesagt, diese Hyvilla, die ist mit einem der Fuchsecker verwandt oder verheiratet. Varmarix ist wie gesagt Seefahrer und Held, Piratenjäger. Aber die Familie ist groß. Sie hat das zum Magistratenamt abgegeben an einen der Brüder und Cousins oder so. Seit kurzem ist sie wieder hier. Und ihr sagtet, Ola Marix fährt noch selbst zur See? Nein, Ola selbst nicht. Ola ist Händler durch und durch. Das Einzige, was er zur See fahren lässt, macht er alles durch Wahr. Beziehungsweise durch seine Leute. Ola sitzt als Pater Familias und er ist auch selbst nicht Mitglied im Rat. Hat dafür seine Kinder. Dafür ist er sich, wie gesagt, er macht nur den Handel, wenn ich das richtig verstehe. Aber er hat ein Faible, wie gesagt, dafür, sonst hätte er mich ja nicht unterstützt. Nun, in seiner Position muss man sich ja auch nicht mehr persönlich in der blutigen See in Lebensgefahr bringen. Nein. Ich denke, ihr seid Alan Fahner, richtig? Ja, natürlich. Ja. Geboren und aufgewachsen. Seht ihr, Ola Marek selbst ist auch Alan Fahner. Die Granden fahren ja auch selbst nicht zur See. Wenn ihr da an die Zornbrechter denkt oder ja, die Paligans, da haben wir selbst einen die Markgrafenschaft. Entweder die alte oder eben der Rondrigan, der sie gerade vertritt. Die Paligans sind ja auch eine alte Grandenfamilie. Die fahren ja auch alle selber nicht zur See, sondern lassen das machen. Ja, da habt ihr natürlich jetzt nicht mit Unrecht. Oh, das klingt aber alles gar nicht so gut bei euch, bin ich ganz ehrlich. Tja, ich stehe vor einem Scherbenhaufen, aber ich habe bei Effort geschworen zu retten, was zu retten ist. Naja, und wann hofft ihr, dass ihr soweit seid? Tja, wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder auslaufen können. Dann haben wir die Männer und eine gute Führung der Flotte. Die liegt ja aktuell bei mir. Der Verbleib von Praia Danya ist ja noch immer nicht geklärt. Einige sagen, sie ist in Aranien, andere sagen, sie ist tot. Wieder andere sagen, sie hat sich dem Feind angeschlossen oder ist auf die Südmeerinseln geflohen. Zu Deir Nesanin. Die hat sich schon lange nicht mehr blicken lassen. Ja, an der Front kann ich euch beruhigen. Euer Problem wird sich bis nächstes Jahr gelöst haben. In die eine oder die andere Richtung.